Hallo, hallo und willkommen zurück bei Zurück in die Zukunft, das Spiel. Ja, wir befinden uns vor der Steuerungskonsole oder Steuerungspult, wo wir in der letzten Folge ja hier unseren Typen ausgeschaltet haben. Mann, wo ist der Ausschalter an diesem Teil? Ja. Hey, ein Equalizer. Zumindest denke ich, dass es einer ist. Ja, gute Frage. Taktile Regler? Was ist das hier? Gaststrosorische Regler. Gott, Gott, Gott. Was ist das hier? Optik? Oh, was machen wir denn da? Richten Sie bitte die limbischen Inverter neu aus. Lautstärkeregelung? Lautstärke. Endlich, das verstehe ich. Oh, 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 was passiert da jetzt? Okay, das hat ihn ein Stück bewegt. Vielleicht kann ich ihn direkt aus der Tür pusten. Yeah. Taktil? Taktil? Nein! Was machen wir denn mit unserem Doc? Entschuldigung. Verpassen wir ihnen auch noch Stromschläge. Ja, wir müssen mal hier sensorisch? Alles mal durchprobieren. Oh. Ja. Was ist das hier? Olfaktorisch? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Scheint, als ob die Aromatanks wieder verstopft sind. Oh, danke. Das war mir entgangen. Los, machen Sie sich nützlich. Alter, das ist aber auch eine fiese Alte. Ich mag die nicht. Mir hat die Edna, wo sie noch nicht so verbittert war, irgendwie besser gefallen. Entschuldige die Verzögerung. Das würde schneller gehen, wenn du den Unsinn mit den Zeitmaschinen und dem Ändern der Vergangenheit lassen würdest. Du solltest dich auf die Zukunft konzentrieren. Es gibt keine Zukunft für uns. In ein paar Stunden wirst du das nicht mehr denken. Edna, du solltest die Folgen deiner Handlungen bedenken. Ich? Du bedrohst die Öffentlichkeit. Nochmal hoch. Schätze, die Lautsprecher werden ihn nicht weiterschubsen, bis ich ein richtig lautes Geräusch finde. Wo ist Martin? Hier. Keine. So, richtig schönes lautes Geräusch. Das mache ich nicht noch einmal. Nicht? Na gut. Ich hole ihm später einen Burger. Hm. Und wenn ich es jetzt hochdrehe? Nee. Ich schätze, die Lautsprecher werden ihn nicht weiterschubsen, bis ich ein richtig lautes Geräusch finde. Wann habe ich die Kontrolle verloren? Oh, Liebling. Du hattest nie die Es klemmt. Verdammt. Es klemmt. Ich hole ihm später einen Burger. Das mache ich nicht noch einmal. Ja, nu? Was machen wir nu? Hinweis. Edna ist aus dem Weg. Das heißt, Marty kann ihr Mikrofon benutzen. So. Martys Stimme kann nicht genug Dezibel erzeugen, um Bürger Brown durch die Tür zu befördern. Versuche es doch noch einmal mit der Kraft der Rockmusik.
benutze Martins Gitarre mit dem Mikrofon. Also müssen wir uns... Damit kommst du nicht durch. Ich bin schon seit Jahren damit durchgekommen, Emmett. Du warst nur abgelenkt von dem ganzen Krimskrams, mit dem du dich beschäftigst. Rein in die Tür. Und... Inventar. Rockgitarre. Auswählen. Und Rock'n'Roll! Hey Doc, es wird langsam Zeit zu gehen. Was war das? Du, was soll das werden? Yeah. Ich hole meinen Freund hier raus, du Spinner. Okay, das war nicht ganz so dramatisch wie beabsichtigt. Ja, typisch, jetzt fangen spielen wir ja auch noch Katze und Maus, oder? Los, euer Ehren. Was? Ich kann nicht verstehen. Eine Ursache. Oh, die ist angepisst. Die Edna ist angepisst, aber tierisch. Ja, damit haben wir erstmal Doktor erstmal aus den Fängen von Edna befreit. Indem wir mit unserer Gitarre am Mikrofon... Achtung, Bürger! Dies ist ein Alarm der Stufe Omega 1. Schön einen potenziell gewalttätige Dissidenten treiben im Rathaus ihr Unwesen. Bitte gehen Sie nach Hause, bis das Problem gelöst wurde. Guten Tag. Na, das war ja klar, dass wir uns da drin verstecken. Irgendwie habe ich das geahnt. Für irgendwas muss das ja auch gut sein, die Recyclingtonne. So, jetzt haben wir hier wieder eine Frage. Was machen wir jetzt? Was hat Edna mit Ihnen gemacht? Was zum Teufel hat Edna da hinten mit Ihnen gemacht? Sie hat versucht, meine Persönlichkeit völlig neu zu erschaffen und die Teile zu löschen, die ihr nicht gefallen. Hart. Hey, das ist meine Mom. Hey, sprich nicht mit ihr. Sie könnte uns verraten. Ja. Warum haben Sie Edna überhaupt geheiratet? Fragezeichen. Nichts für ungut, euer Ehren. Aber warum haben Sie Edna überhaupt geheiratet? Sie ist irgendwie irre. Ja, jetzt. Aber damals, als wir uns kennenlernten, zügelte ihr unerbittliches Verständnis von richtig und falsch ihren Wahnsinn. Aha. Zumindest schien es damals so. Sollten wir nicht helfen? Wenn wir es zurückreisen und die Geschichte verändern, wird das nicht passieren. Klatsch, klatsch. Ja, wahrscheinlich. Was machen wir jetzt? Was tun wir jetzt? Jetzt warten wir, bis die Wachen verschwinden. Und dann laufen wir zur Zeitmaschine. Zack. Na gut, Dad. So war das, George. Richtig so. Eine reinprügeln. Liebe Freunde, macht das bitte nicht nach. So, wo ist der DeLorean überhaupt? Wo ist der DeLorean überhaupt? Ich habe das Wrack zu meinem geheimen Labor bei der Eastwood-Schlucht bringen lassen. Clayton-Schlucht? Wie Clara Clayton? Warum? Ist das von Bedeutung? Nun ja, Clara Clayton sollte mal ihre Frau werden, also ja. Faszinierend. Da war's wieder. Herrlich. Faszinierend. Ich finde das immer cool. Mom, Dad, nein! Keine Sorge, wenn wir die Zeit gerade repariert haben, wird nichts von dem geschehen sein. Ja, wahrscheinlich. Hoffen wir es mal. Die Luft scheint rein zu sein. Kümmern wir uns um den DeLorean. Ich fürchte, das muss ich ohne dich tun, Martin. Was? Warum? Nun, so viel ich über Zeitreisen weiß, kann eine Art Zeitparadoxon entstehen. Und zwar, wenn wir nach 1931 zurückkehren und du mir bei der Reparatur der Zeitmaschine hilfst. Was soll ich denn machen? Einfach in dem Irren Hill Valley rumhocken, bis sie die Zeitmaschine repariert haben? Exakt. Aber keine Sorge, wenn alles nach Plan verläuft, wirst du nicht einmal bemerken, dass ich weg war. Wissen Sie, für einen Moment klangen Sie genauso verwirrend wie der echte Doc. Siehst du? Wir machen schon Fortschritte. Bis bald, Martin. Viel Glück, euer Ehren.
Ja toll, und was machen wir jetzt in der Zwischenzeit? Und du solltest dich für ein paar Sekunden von der Straße fernhalten. Wer? Von der Straße fernhalten? Bürger Brown? Emmett? Warte auf Bürger Brown, um den DeLorean zu reparieren. Was, müssen wir jetzt hier warten? Oder wie, oder was? Warte auf Bürger Brown, um den DeLorean zu reparieren. So. Bürger Brown nimmt sich aber viel Zeit. Vielleicht solltest du ihn suchen gehen. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Er wird nie zurückkommen, weißt du? Wovon sprechen Sie da? Von Emmett. Denn ohne meine Führung ist er beinahe nutzlos. Bevor ich ihn fand, war er ein trauriger Versager, der nie etwas zu Ende gebracht hat. Doch sieh nur, was er mit meiner Inspiration geschaffen hat. Alte, du bist wirklich krank im Kopf. Muss man dir ja mal echt so sagen. Ich habe ihn dazu inspiriert, Schlechtes zu tun. Es kann auch ohne Großes erreichen. Doc, echte Frau ist viel cooler als sie. Ja, sie haben ihn inspiriert. Und zwar dazu, aus Hill Valley einen Haufen spießiger Idioten zu machen. Ich erwarte nicht, dass ein Delinquent wie du es versteht. Ein Delinquent? Die schmeißt aber mit Wörter um sich. Ich glaube, sie versteht sie selber nicht. Sie glauben, sie hätten Doc inspiriert? Sie sollten wissen, dass Emmett Brown ohne sie einen fliegenden zeitreisenden DeLorean bauen würde. Und einen fliegenden Zeitzug. Lächerlich. Ohne meine Hilfe könnte Emmett nicht einmal eine Hundefüttermaschine bauen. Ja, aber das hat er ohne sie. Ja, das hat er. Sie sind nicht die einzige Inspiration in Docs Leben. In meiner Zeitachse hat er eine der nettesten Frauen des 19. Jahrhunderts geheiratet. Nett? Pah. Emmett braucht Disziplin, um sich zu konzentrieren. Er lässt sich so leicht ablenken. Okay, euer Ehren. Ich mache mir langsam etwas Sorgen. Yeah! Es hat funktioniert! Haha! Gerade bin ich noch in der Gegenwart und dann 6 Monate in der Vergangenheit. Unglaublich! 6 Monate? Sie haben 6 Monate gebraucht, um die Zeitmaschine zu reparieren? 6 Monate? Mein Familienvermögen und einen zwielichtigen Handel mit libyschen Nationalisten. Aber das war es wert. Emmett, tu das nicht! Du brauchst Hilfe! Ach, das kannst du dir abschminken, meine Liebe. Ich bin in die Vergangenheit entkommen. Deine Scheidungsanwälte können... Martin! Wie lange hast du auf mich gewartet? Ein paar Minuten vielleicht. Das ist merkwürdig. Ich habe die reparierte Zeitleitung nur auf ein paar Sekunden nach meinem Verschwinden eingestellt. Nun ja, sicher kein Grund zur Besorgnis. Wahrscheinlich nur eine Fehlkalibrierung der Zeitleitung. Hier. Was ist das? Kleidung für unseren Ausflug. So kannst du doch 1931 nicht herumlaufen. Moment, unser Ausflug? Du dachtest doch nicht, ich lasse dich den schlimmsten Fehler meines Lebens allein korrigieren, oder? Geh nur! Tja, jetzt guckst du aus der Wäsche, wa? Ruiniere dich, Emmett! Das ist meine Stadt! Tja, da hast du deine Stadt für dich alleine. Tja, ja. Siehst du, und schon reisen wir wieder in der Zeit. Zeitleitung eingestellt auf den 26. August 1931. Yeah. Sind Sie startklar, euer Ehren? Nenn mich Doc. Nenn mich Doc. Ey, die haben eigentlich vergessen. Das nenne ich mal ein geiles Bild. Wieder unser Ladebildschirm mit dem Flugskonvensator ist auch wieder da unten in der Ecke. Ja, jetzt guckt die Edna dumm aus der Wäsche.
dass wir uns da gerade gemacht haben. Da habe ich sie zuletzt gesehen. Sie, ihr jüngeres Ich, sie gingen in diese Richtung, Arm in Arm mit Edna. Puh, zum Glück war meine Ex-Frau nie der Typ für Küsse bei der ersten Verabredung. Wenn wir schnell und konzentriert vorgehen, können wir es schaffen, dass ihre, ich meine, unsere Beziehung nie über das Händchenhalten hinausgeht. Oh, sieh dir das an. Das alte Kino der Stadt. Was ist damit? Was ist damit? Ich habe seit Jahren nicht mehr an diesen Ort gedacht. Meine Gute hat mich 71 dazu gebracht, es abzureißen. Sie sagte, Filme verderben die jungen Leute. Das ist natürlich alles Unsinn. In meiner Jugend habe ich hier unzählige Abende verbracht. Und aus mir ist nie ein Rowdy geworden. Sag mal, erinnerst du dich an der öffentliche Feind? Dieser dreckige, feige, schmierige Hund. Hab's aber nie geschafft, Frankenstein zu sehen. Wie? Er hat nie geschafft, Frankenstein zu sehen. Die sind doch zu dem Film nur reingegangen. Aber das werden sie. Deshalb sind wir hier. Erinnern Sie sich? Richtig, natürlich. Der Film hätte in meiner Fantasie eine Kettenreaktion verursachen und mich zu der Idee inspirieren sollen, mit der meine wissenschaftliche Karriere begann. Wissen Sie denn immer noch nicht, was diese Idee war? Wie könnte ich? Das hat im Verstand eines anderen Emmett Brown stattgefunden. Ein Emmett Brown, der vom Sand der Zeit ausgelöscht wurde. Glücklicherweise kenne ich meinen eigenen Verstand. Schließlich lebe ich schon seit über 70 Jahren mit ihm. Sobald wir mein jüngeres Ich wieder durch den Film inspirieren, wird ihn nichts davon abhalten, seine... Grundgütiger, sieh dir das an! Der Rathausplatz? Genau wie in meiner Erinnerung, nur schmutziger. Oh, das alte Rathaus! Kommen Sie schon, Doc, Sie müssen reingehen und sich umsehen. Erste Regel für Zeitreisen, Doc. Lassen Sie sich nie vor Ihrem anderen Ich blicken. Dadurch könnte die Realität zusammenbrechen oder so. Du meinst? Genau hinter Ihnen, nicht hinsehen. Gehen Sie weiter. Oh, in ich sage es Ihnen, Zwirn. Wenn Sie weg sind. Und vergessen Sie nicht, Sie sind Carl Sagan. Ist das dieser berühmte Autor? Der mutmaßliche Brandstifter. Was? Spielen Sie einfach mit. Überzeuge Emmett, sich Frankenstein anzuschauen. So, wir müssen jetzt also zu unseren jüngeren Ich hin. Hallo? Lauf, Forrest. Nein. So, da ist auch schon unser jüngeres Ich. Quatsch. Sunny, das jüngere Ich von Emmett. Du tauchst immer in den seltsamsten Momenten auf. Wo hast du gesteckt? Ja, wo hast du gesteckt? Ich war im Jahre 1986. Das können wir Ihnen doch nicht sagen. In einem von dir geschaffenen Dystrophie? In einer geistigen Umherziehungseinrichtung. Ja. Ach, weißt du, hier und da. Du bist selbst nicht gerade leicht aufzutreiben. Ich habe dich gestern Abend gesucht, aber... Da habe ich wohl gerade eine wunderschöne Dame ausgeführt. Weißt du, ich konnte mich noch gar nicht bei dir bedanken. Ach, ich bin mir sicher, du wärst Kit auch allein entwischt. Kit? Oh ja, dafür bin ich dir dankbar. Aber ich meinte eigentlich Edna. Jetzt kommt es mir komisch vor. Doch bis zu diesem Vorfall dachte ich wirklich, wir könnten uns nicht ausstehen. Das ist ja eigentlich auch so. Manchmal stimmt der erste Eindruck. Naja, manchmal ist der erste Eindruck der richtige. Es ist so, du solltest dich nicht durch Edna ablenken lassen von, du weißt schon, den wichtigen Dingen. Beende dein Projekt für die Expo und sieh dir Frankenstein an. Ach, Humbug, ich bin viel zu beschäftigt, um mir Filme anzusehen. Das ist nicht gut, weil... Und mein Projekt ist übrigens so gut wie fertig. Das ist nicht gut. Raketenauto? Raketenauto? Du bist ja gar nicht auf dem Laufenden. Das Raketenauto habe ich verschrottet. Aber... Mehr Ärger als Nutzen. Ich werde nie ein Antriebssystem entwickeln, das so funktioniert, wie ich es will. Außerdem ist dein gesellschaftlicher Nutzen praktisch nicht vorhanden. Ja, du musst ja auch den Frankenstein-Film angucken. Mensch. Gesellschaftlicher Nutzen? Seit wann interessiert dich? Der mentale Affinitätsmesser ist ein viel bedeutenderes Projekt. Der was? Das war Ednas Idee. Sie saß mir wirklich im Nacken, damit alles bis zur Expo fertig wird. Na sicher, Emmett, ich bin etwas verwirrt. Ja, da bist du nicht der Einzige, Martin. Ich bin auch leicht verwirrt. Welcher Tag ist heute? Na, heute ist die Eröffnung.
Die Eröffnung der Expo. Da fällt mir ein. Ich muss schnell ins Labor zurück. Wenn Edna mich rumtrödeln sieht, macht sie mir die Hölle heiß. Wir sehen uns, Crockett. Ey, da holt er jetzt auch noch ab. Oktober? Dark? Überzeuge Edna mit Emmett Schluss zu machen. Also hier ist doch wieder was verkehrt gegangen. Was ist denn das hier bitte schön für eine Kameraführung? Überzeuge Edna, ja, das weiß ich doch. Das ist doch unser Ziel. Hau mal ab da. So, wir werden jetzt erstmal zu unserem Doc gehen. Mal gucken, was er da für einen Rat für uns hat. Für August ist es wirklich etwas zu frisch. Wir sind 2 Monate zu spät. Die Expo fängt bald an und ihr jüngeres Ich hat sich schon kopfüber in Edna verliebt. Ich habe immer dazu geneigt, Dinge zu überstürzen. Dann stürzen wir uns jetzt in den DeLorean und reisen zum richtigen Datum. Nein, viel zu riskant. Erinnerst du dich, wie ich dich 86 zu spät abgeholt habe? Ja. Das sollte uns eine Warnung sein. Irgendwas ist mit der Zeitleitung furchtbar schief gelaufen und das Problem scheint immer schlimmer zu werden. Würden wir jetzt einen Zeitsprung versuchen, könnten wir im kenozoischen Zeitalter landen oder sogar im Mesozoikum. Dann sitzen wir fest? Fürs Erste schon. Ich werde mich darum kümmern und sehen, was ich tun kann. In der Zwischenzeit kannst du an dem anderen Problem arbeiten. Genau. Ich gehe ins Labor und versuche, ihrem jüngeren Ich auszureden. Unmöglich. Wenn mein jüngeres Ich bereits so vernarrt in Edna ist, wie du sagst, wirst du ihm gar nichts ausreden können. Glaub mir, ich erinnere mich. Konzentriere dich lieber auf die rationalere Hälfte des Paars. Edna? Aber wo finde ich sie? Was glaubst du denn? Ich fahre. Der DeLorean sollte zumindest noch für Reisen durch die ersten 3 Dimensionen funktionieren. Was? Hill Valley Expo 31, Oktober 12. bla bla bla. Und wieder haben wir einen Lana-Bildschirm vor uns. Also wir müssen jetzt im Prinzip Edna davon überzeugen, dass sie mit diesem guten Emmett Schluss macht. Also mit uns. Nicht mit uns, mit den Emmett Brown. Ja. Sie hatten recht, da ist sie. Wenn meine bald zukünftige Ex-Frau eines ist, dann berechenbar. Muss ich wirklich mit ihr sprechen? Könnte ich mich nicht einfach etwas umsehen und sie reparieren die Zeitleitung? Ich rede mit ihr. Dann natürlich, wie wir das schaffen, weiß ich noch nicht. Sie sollten den DeLorean verstecken, bevor hey, jemand... Hey, Sie! Da versperren Sie den Weg! Alle Auto der Zukunft-Bewerber müssen sich im nördlichen Zelt melden. Warum nicht? Viel Glück! Jetzt parkt das Auto auch noch hier vorne. Okay. So, wir werden dann mal zu der guten Edna hingehen. Aber erstmal mache ich hier mal... ja. So. Mal gucken, was unsere... Edna zu sagen hat. Da vorne ist sie auch schon bei unseren Arthur McFly. Buchstabieren? B-R-O-W-N. Nicht gerade ein seltener Name. Er ist trotzdem nicht auf der Liste. Tut mir leid. Ach zum... Lassen Sie es mich noch einmal versuchen. Das hier ist die Hill Valley Expo, richtig? Die erste. Allerdings. Und der Zweck unserer Messe ist, neueste Technologien zu zeigen. Richtig. Und Hill Valleys Ruf als fortschrittliche Stadt zu verbessern und zu stärken. Und trotzdem wollen Sie den Schöpfer dieser großartigen Erfindung einfach davon ausschließen. Ich will es gar nicht, aber... Oh je. Mr. Crockett, Sie tauchen immer in den seltsamsten Momenten auf. Was tun Sie hier? Tja, so ist das. Das nennt man den sogenannten Überraschungseffekt. So, wir haben jetzt hier wieder 3 Fragen, die wir hier wieder der Edna vor den Latz knallen können. Sie und Emmett auseinanderzubringen, das können wir ja jetzt nicht so vor direkt so Angesicht zu Ansicht sagen, dann weiß sie das doch.
Eine schreckliche Zukunft verhindern, ihr verrückte Pläne verhindern. So. Ich muss. Was es auch ist. Ich hoffe nur, Sie haben nichts mit Mr. Dickschädel hier zu tun. Anscheinend ist es seine einzige Aufgabe, Leuten bei ihren Angelegenheiten im Weg zu stehen. Unter uns. Es ist ein Wunder, dass es die Tenen Gang mit ihm als Buchhalter so weit gebracht hat. Haben Sie Emmett gesehen? Nein. Nein. Und haben Sie von seinem großen Durchbruch gehört? Dem mentalen Affinitätsmesser? Ist das nicht aufregend? Wenn man bedenkt, dass ihm seine Bedeutung nicht bewusst war, bis ich sie ihm klargemacht habe. Ich kenne niemanden wie ihn. Er erkennt sein Potenzial einfach nicht. Darüber wollte ich mit Ihnen reden, über Emmett und sein Potenzial. Komisch. Zuerst habe ich es selbst nicht erkannt. Ich dachte sogar, ich kann ihn nicht ausstehen. Ja. Ja. Wissen Sie, so ein Bauchgefühl ist wichtig. Wenn das Ihr erster Eindruck von ihm war... Oh, aber ich kannte ihn damals noch gar nicht. Jetzt kenne ich ihn wie mich selbst. Ja, aber... Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, Mr. Crockett, aber ich komme schon allein zurecht. Ich weiß, was für mich das A und O bei einem Mann ist. Und Emmett ist buchstäblich perfekt. Ja, den kannst du schon so schön um den Finger wickeln, ne? Reimt sich auf Clown, wofür ich Sie langsam halte. Sicher nur eine einfache Verwechslung. Daran habe ich keinen Zweifel. Arti ist auch schon irgendwie ein cooler Charakter. So, wir müssen aber trotzdem immer noch hier, Edna, hier, hier, Olle Zibbe. Emmett ist also der Richtige. Ein Mann, wie Sie ihn sich wünschen. Ja. Was genau wünschen Sie sich denn? Sie wären ein guter Journalist, Mr. Crockett, wissen Sie das? Da wäre zuerst sein Erscheinungsbild. Emmett ist vielleicht kein Clark Gable, aber er ist überraschend reinlich. Ich habe ihm für die Expo den weißen Anzug meines Großvaters gegeben. Sie sollten ihn darin sehen. Er strahlt förmlich. Sieht gut im Anzug aus, verstehe. Und er ist mir völlig treu. Das ist wichtig. Ich habe keine Zeit und kein Verständnis für Schürzenjäger. Treu wie ein Hund. Okay. Drittens und am allerwichtigsten. Ja? Sein Verstand natürlich. Er ist brillant und rechtschaffend durch und durch. Sein eigener mentaler Affinitätsmesser zeigt es. Er ist ein Musterbürger. Toller Verstand, verstehe. Und wenn sich herausstellen sollte, dass Sie sich in einer dieser Eigenschaften geirrt haben. Was geht Sie das an? Ich bin nur neugierig. Versuche, die Frauen zu verstehen. Sie sollten eins wissen. Ich bin kein ängstliches Mädchen, das bei dem ersten Anzeichen von Problemen davonläuft. Ich habe viel in Emmett investiert. Kein Geld, aber ich habe all meine Hoffnungen auf ihn gesetzt. Ich müsste schon schwer enttäuscht sein, um mich von Emmett zu trennen. Verstanden? Ja, also war das ein gezielter... Also, Herr Nachwuchsjournalist, noch Fragen? Ja, du bist nicht ganz sauber, ich mag dich nicht. So. Emmett ist ein Womanizer. Er kennt Emmett... Sie kennt Emmett nicht so gut wie ich. Gut, dass Emmett endlich beständigt wird. Was ist ein mentaler Affinitätsmesser? So. Ja. Ich kann mir Emmett nur schwer als Womanizer vorstellen. Womanizer? Einer, auf den die Mädchen fliegen. Fliegen? Jemand, der... Sie wissen schon. Also ein Frauenschwarm? Ja. Ich schätze, das ist Geschmackssache, aber... Mit Pomade in den Haaren und herausgeputzt im weißen Anzug meines Großvaters strahlt Emmett geradezu. Mein Herz schlägt höher, wenn ich nur an ihn denke. Oh mein Gott. Ich kriege so leichten Brechreiz. Ich kenne Emmett nicht so gut wie... Sie kennen Emmett nicht so gut, blablabla. Ach, ich klicke mal. Sie meinen zwar, Emmett ist ein Musterbürger, doch Sie kennen ihn nicht so gut wie ich. Wussten Sie, dass er ein paar Libyer um Plutonium betrogen hat? Plutonium? Was sollten Libyer mit Plutonium anfangen? Sicher hatte er dafür einen guten Grund. Emmets mentaler Affinitätsmesser zeigt eindeutig, dass sein Verstand völlig rechtschaffend ist. Natürlich, natürlich. Er hat einen Zug entführt. Einmal hat Emmett einen Zug entführt, um eines seiner Experimente durchzuführen. Ich bitte Sie, in Hill Valley hat es seit Mad Dog Tannens Zeiten keinen Eisenbahnraub gegeben. Mein Vize. Ja, wir fragen mal das untere. Was ist eigentlich dieser mentale Affinitätsmesser? Oh,
Wow, er ist eine absolut revolutionäre Erfindung. Er misst die Affinitäten einer Person, was sie anzieht, was sie abstößt, solche Dinge. Interessant, und das funktioniert wirklich? Natürlich, wozu sollte man etwas erfinden, das nicht funktioniert? Auf und jeden da haben Fall wir wieder funktioniert unsere, es gut genug für meine Zwecke. Unsere Zombie-Kontrolle. Emmett hat zu seiner Zeit viele zwielichtige Dinge getan. Mein Vizerektor sagte, ich solle mich von ihm fernhalten. Ihr Vizerektor klingt wie ein Dummkopf. Okay, die Edna lässt sich nicht so leicht irgendwie zu überzeugen. Sie sagen, Emmett hat nur Augen für Sie? Absolut. Es ist beinahe befremdlich, wie hingebungsvoll er ist. Ach ja, gut zu hören, dass er endlich beständig wird. Ja, beständig wird? Ja, dass er nicht mehr von Blüte zu Blüte fliegt. Von Blüte zu... Sie machen Witze. Irgendwie tun sie mir alle leid. Wer? Emmets andere Mädchen, jetzt da in festen Händen ist. Bitte. Ich glaube, mittlerweile kenne ich ihn. Es gibt keine anderen Mädchen. Na? Ich frage mich, was aus Emmets kleinem schwarzen Buch wird. Kleines schwarzes Buch? Oh, es ist legendär. Damit konnte Emmett der, Valentino der Hill Valley High werden. Mann, ich frage mich, ob er es vielleicht mir gibt. Sie müssen mich für sehr leichtgläubig halten, Mr. Crockett. Natürlich nicht. Ja. Ich frage mich, was aus Emmets kleinem schwarzen Buch wird. Kleines schwarzes Buch? Oh, es ist legendär. Damit konnte Emmett der, Valentino der Hill Valley High werden. Mann, ich frage mich, ob er es vielleicht mir gibt. Sie müssen mich für sehr leichtgläubig halten, Mr. Crockett. Ja, also damit kommen wir auch wohl nicht weiter. Mein Vizedirektor, blablabla, das hatten wir auch schon. Emmett ist Womanizer. Ich kann mir Emmett nur schwer als Womanizer vorstellen. Mit Pomade in den Haaren und herausgeguckt, Emmett gerade. Ja, ja, okay. Das ist alles, was ich wissen wollte. Gern geschehen. Trixie! Hey, Artie, hast du meinen Kranz gesehen? Meinst du den hier? Ja, danke. Was? Damit sieht so aus wie, was ich. Sie kommt und geht, wie sie will. Und ich muss warten. Großartig. So, wir müssen irgendwie Edna davon überzeugen. Haben wir hier irgendwas in der Liste Emmets Stärken? Können wir das hier der Edna geben? Nee. Ich glaube nicht. Und ihm? Vielleicht nicht. Und ihr? Ja, wir müssen ja alles hier ein bisschen... Keine Ahnung, was das bewirkt. So, tja, okay. Edna glaubt, dass Emmett niemals andere Frauen nachschauen würde. Er könnte dabei behilflich sein, sie eines Besseres zu belehren. Ja. Sprich mit Trixie darüber, dass sie Edna eifersüchtig machen soll. Alles klar. Also wir müssen jetzt unsere gute Trixie dazu bringen, Edna zu erzählen und sie sozusagen eifersüchtig zu machen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge tun, wenn das wieder an der Zeit ist mit Zurück in der Zukunft, das Spiel und Hill Valleys Explosion 31. Ich bin euer Apple Storm 100 und ich sag ciao, bis zum nächsten Mal.